Wer das neue KTM-Logistikzentrum bei Munderfing sieht, bekommt einen guten Eindruck von der Kompetenz der Ortig Dach und Wand GmbH aus Ried. Die Trapezblech-Tragschalen für 30.000 Quadratmeter Dachfläche hat Ortig bereits fertiggestellt. Derzeit montieren Mitarbeiter des 55-Mitarbeiter-Betriebes die Verkleidung der Fassade. Die gute Arbeit, die unsere 55 Mitarbeiter für unsere Kunden erbringen, wird weit über die Region hinaus geschätzt. Wir arbeiten auch regelmäßig für Fertighausproduzenten wie Genböckhaus und Hartelhaus, sodass unser Aktionsradius sich ständig ausweitet. Weil das naturgemäß mit Reisetätigkeit verbunden ist, wird das praxisfremde und veraltete österreichische Arbeitszeitgesetz für Mitarbeiter und Kunden immer öfter zum Ärgernis. Einen typischen Fall hatten wir eben erst bei einer Hochhaussanierung in Braunau. Natürlich wollen die Bewohner, dass wir lange arbeiten und wir dafür schneller fertig sind. Unsere Mitarbeiter waren aber gezwungen, schon um 16.30 Uhr die Baustelle zu verlassen. Das hat bei den Bewohnern zu Unverständnis und Kopfschütteln geführt. Schuld daran ist das veraltete Arbeitszeitgesetz, das inklusive Ab- und Rückreise von und zum Rieder Firmensitz maximal 10 Stunden erlaubt. Starten die Mitarbeiter um 7 Uhr bei Ortig, müssen sie nach einer halben Stunde Mittagspause schon um 16.30 Uhr die Rückreise antreten, um spätestens um 17.30 Uhr den Arbeitstag beenden zu können. Verzögert sich die Heimreise etwa durch einen Stau, so wäre eine Fortsetzung nicht mehr möglich. Dies würde dem Arbeitgeber massive Geldstrafen einbringen. Tatsächlich kann durch eine Novelle des Arbeitsgesetzes die produktive Arbeitszeit auf der Baustelle ab Jänner 2016 ausgeweitet werden. Die tägliche Arbeitszeit inklusive aktiver Reisezeiten soll dann auf bis zu 12 Stunden ausgedehnt werden können. Deshalb ist dieser Reformschritt massiv wichtig gewesen für die Arbeitgeber. Diese Reform, von der Mitarbeiter, Betriebe und Kunden profitieren, war eine ganz wichtige. Und die Wirtschaftskammer wird alles unternehmen, dass diesem Reformschritt noch weitere folgen werden.